90 die Grüne. Das geht doch, Kollege Börn. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich nicht der Versuchung anheimfallen, jetzt obi et orbi zu reden, obwohl der Tag dazu einlädt, sondern ein ganz spezifisches Phänomen aufnehmen. Das, was auf Englisch Shrinking Space, Verkleinerung des öffentlichen Raumes, heißt. Wir kennen alle das Agentengesetz aus Russland, das NGOs, die sich für Menschenrechte einsetzen und Geld aus dem Ausland kriegen, verpflichtet, sich als Agenten, als feindliche Agenten zu bezeichnen. Das empört uns. Sie müssen diese Bezeichnung auch an allen öffentlichen Äußerungen anfügen. Das diskreditiert Menschenrechtsverteidiger als Agenten. Leider ist dieses russische Gesetz nicht das einzige, was es gibt. Äthiopien. Nichtregierungsorganisationen dürfen höchstens sich zu 10% aus dem Ausland finanzieren. Das in einem Staat, der zu 60% seinerseits aus dem Ausland finanziert wird. Das Ergebnis eines solchen Gesetzes, ein Jahr nach Inkrafttreten, ist die Zahl der Nichtregierungsorganisationen um 2/3 geschrumpft. Oder ein Beispiel, das wir auch alle kennen, Ägypten. Die Arbeit der internationalen Stiftungen wird nicht nur beschränkt, sondern für den Fall der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Mitarbeiter werden zu hohen Haftstrafen verurteilt, glücklicherweise inzwischen entlassen. Wir erinnern uns. Russland, Äthiopien, Ägypten. Das ist Ausdruck, weil es auch in vielen anderen Staaten so stattfindet, eines globalen Trends, nämlich, dass der öffentliche Raum schrumpft oder geschrumpft wird. Shrinking Space nennt das der zuständige Rapporteur der Vereinten Nationen. Menschenrechtsverteidiger, Umweltaktivisten, soziale Akteure, Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsinstitute, sie alle brauchen ihre Unabhängigkeit und den öffentlichen Raum, die Öffentlichkeit. Und das wird explizit oder implizit schleichend durch die Vorder- oder durch die Hintertür immer weiter verkleinert. Das Recht auf freie Meinungsäußerung steht in der Universellen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 19. Das der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit wird vielerorts durch staatliche Maßnahmen systematisch beschränkt. Der genannte Sonderberichterstatter der VN für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Maina Kiai aus Kenia, schreibt, dass sich weltweit viele Staaten auf die Beschränkung und nicht auf die Garantie der Menschenrechte konzentrieren. Und die Beschränkung kann durch Gesetze, durch finanzielle oder administrative Bestimmungen geschehen. In Ruanda kann man sich in 6 Stunden als Unternehmen einschreiben. Wenn man sich registrieren lassen will als NGO, braucht man mindestens 6 Monate. In Singapur, Malaysia und Myanmar darf man zwar in gewissen Grenzen friedlich demonstrieren. Das gilt aber nur für die Einheimischen. Die Ausländer dürfen das nicht, obwohl die Menschenrechte ja für alle gelten. Ja, Bürgerbewegungen fordern den Staat heraus. Das ist richtig. Ja, sie wollen ihm manchmal auch lästig fallen. Wer wüsste das besser als wir, Bündnis 90 und Grüne, die beide aus solchen Bürgerbewegungen hervorgegangen sind? Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit dieser Gruppen aber immer weiter einzuschränken, beseitigt den Protest nicht, wie die Regierungen hoffen, sondern drängt ihn in den Untergrund, radikalisiert ihn und macht ihn dann manchmal zu einem Problem, das völlig ausufert. Typisches Beispiel ist Syrien. Das hat mit friedlichen Protesten angefangen im öffentlichen Raum. Dann ist in dem Fall durch Scharfschützen der öffentliche Raum beschränkt worden. Und jetzt haben wir eine Situation von Radikalisierungen auf allen Seiten, die völlig auswegslos ist. Wir wissen, dass das nicht nur einzelne, manchmal große, manchmal kleine Fälle sind, sondern dass das ein weltweiter Trend ist. Und Menschenrechte zu verteidigen, heißt, Menschenrechtsverteidiger zu schützen. Vor willkürlicher Verhaftung, vor Verschwinden lassen, vor Folter und vor Mord. Es heißt aber auch, das System dahinter
zu verstehen, die vielen kleinen Fußangeln, Steine und Steinchen zu erkennen, über die dann die Menschenrechtsverteidiger stolpern sollen. Dem Verkomplizieren, Diskreditieren, Innervieren, Aufreiben und schließlich Kriminalisieren zivilgesellschaftlichen Engagements und zivilgesellschaftlicher Institutionen im In- und Ausland entgegenzutreten, dem Trend zum Shrinking Space entgegenzutreten, ihn zu thematisieren, ihn zu erkennen und ihn zu kritisieren, das erfordert Durchblick und Mut. Die Menschenrechtsverteidiger haben das in der ganzen Welt. Aber ich wünschte mir diesen Mut bei den Staatsbesuchen, bei den Regierungsverhandlungen, bei den Äußerungen auch von der Bundesregierung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Dr. Karamba Diaby.